Ja, servus Leute, und was geht ab zu einem weiteren Battlefield 1 Video? Wir sind wieder zurück und suchen noch immer unseren Bruder Matteo hier auf dem Schlachtfeld gegen die österreich-ungarische Einheit. Wir spielen als Italiener. Unser Name ist hier Luca. Was geht hier ab? Ich muss das Video jetzt das zweite Mal schon aufzeichnen, weil leider vorher das Spiel abgekackt ist. Ja. Das erste Mal überhaupt, dass bei mir das Spiel Battlefield 1 abgekackt ist. Ich wollte raus aus den Gräben. Wir sind aber wieder zurück hier. Als ich italienische Schreie hörte, müssen mal die verbündeten Einheiten hier suchen. Egal, alle gestorben, suchte, alle tot. Es war zu spät. Ich war allein unter Geist. Schwer gesprengt. Irgendwie war schon einiges ich, ab hier. Matteo noch lebte. War schon einiges ab. War schon einiges, einiges los natürlich, würde ich sagen. Wow, ich gebe einen Hit. Ich gebe einen weiteren Hit, aber treffe nichts. Ja, es ist irgendwie... Hier die Stellungen sind schon schwer heftig, muss ich sagen. Also, ich habe es vorher schon versucht, hier überall durchzuballern, und es war echt nicht so einfach. Wie man sehen kann, er trifft mich, ich treffe ihn nicht. Oh, von wo jetzt schon wieder? Ja, wie man sieht, ich werde schwer beschossen. Ich habe keine Ahnung, von wo ich beschossen werde. So ging es mir bei der letzten Aufzeichnung auch, die aber zum Glück, sag ich mal, zum Glück für euch, für uns, abgebrochen wurde. Oder abgekackt ist wieder mal. Ja, es ist nicht so einfach. Im letzten Video... Als Luca hatten wir zum Glück die Panzerung und konnten diese relativ gut nutzen, um gegen die Gegner vorzugehen. Ich hatte ja auch so den einen oder anderen, ich glaube es waren so um die 10, 11 Leute, die ich hier abgestochen habe nach der Reihe und einfach keinen Schaden eingesteckt habe. Ja, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir sind echt, echt schwer am Arsch hier. Ich wollte raus aus den Gräben. So, dann nochmal hier durch die Einheimischen, durch die verbündeten Einheiten durch. Aber egal, was ist hier los? Was ist hier es los? War zu spät. Ich war kann allein hier, das... unter Geistern. Nein, aber hier irgendwie gibt es Kisten. Wusste ich, dass Matteo noch lebte. Was ist das? Okay, nein. Okay, er lebt auch noch. Er ist noch da. Was haben wir hier? C4, warum nicht? Was haben wir hier? MP18 graben. Ja, ich tausche den mal gegen diese Sniper hier aus. Und der Sniper. Was ist hier lustig, Junge? Also hier liegen alle tot rum und er lacht. Naja. Dann gehen wir mal weiter vor. Ich versuche das Ganze jetzt nochmal über den linken Hügel. Vielleicht haben wir hier Glück. Angesichts der Dinge, die ich werden sah, weniger so gesehen. Musste ich mir immer wieder sagen, dass ich noch nicht tot war. Zum Beispiel? Feuer. Jawohl, hier haben wir einen Graben. All Feuer. Es gab zwei Wege in die Festung. Ich konnte durch die unterirdischen Stollen gehen. Suche Matthias in der Festung. Mein Glück an der Rückseite versuchen. Warum nicht an der Vorderseite? Ich hatte keine Rüstung mehr. Das war unmöglich. Ja. Jetzt arbeiten wir jetzt einfach mal hier durch die Bunkeranlagen. Wow, Headshot. Ja, Leute, ich habe einen neuen Controller. Ich habe die Ehre, heute diesen Controller das erste Mal einzusetzen. Also, neuer Controller ist jetzt blöd gesagt. Es ist kein neuer Controller an sich, aber es ist ein neues Case. Neue Sticks. Ich habe jetzt mittlerweile Alu-Sticks. Wow. Und Alu-Tasten. Junge. Komm mal lieber her. Ja, die mit dem Controller spiele ich heute das erste Mal. Ich muss mich da auch mal... Oh, da liegt ja noch einer. Den muss ich mich erstmal einspielen, weil die Sticks etwas länger sind. Ich werde im Nachhinein jetzt ein Bild dazu einblenden, wie der Controller momentan aussieht. Oh. Alles klar. Jo.
ging jetzt wieder mal nicht so von starten, wie ich es mir vorgestellt habe. Warum wir jetzt. Okay, warum ist eine blöde Frage eigentlich? Wenn er direkt neben uns explodiert, na klar, gehen wir drauf. Sorry Leute, war mein Fehler. Aber zum Glück müssen wir nicht mehr über das komplette Schlachtfeld laufen, sondern wir können einfach gleich mal direkt durch die unterirdischen Stollen gehen oder mein Glück hier reinrennen. Aha. Nicht an der Vorderseite. Ich hatte keine Gegner. Jo. Das war unmöglich. Durch die Vorderseite. Alles klar, ist unmöglich. Deswegen, wo ist hier ein Bunker? Wo kann ich rein? Lass mich hier irgendwo rein, Leute. Da kommen rechts welche. Ich höre sie laufen. Das waren Flammenschütze. Schön, schön. Wie mache ich das am besten? Wie gehe ich hier am besten durch? Ich weiß es leider nicht, Leute. Ich verstehe es einfach nicht, warum ich so oft sterben muss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es tut mir auf alle Fälle leid. Vielleicht liegt es am neuen Controller. Der Iron Man Controller ist vielleicht nicht so ideal. Nein, Schwachsinn. Natürlich, der Controller hat damit nichts zu tun. Ich spiele einfach so scheiße, muss ich mal sagen. Durch die unterirdischen Stollen gehen. Oder mein Glück an der Rückseite versuchen. Ich versuche aber jetzt natürlich nochmal mein Bestes. Ich hatte keine Rüstung mehr. Das war unmöglich. Hier lang. Wo schon wieder? Schon wieder von hinten. Warum jedes Mal von hinten? Warum müsst ihr jedes Mal von hinten auf mich schießen? Warum können wir nicht von vorne kommen? Steht euer Mann, verdammt, das gibt's nicht normal. Da kommt schon wieder so ein Penner. Kaum bin ich hier oben, werde ich schon wieder schwer beschossen von allen Richtungen. Oh, das war knapp. Eine Granate auch noch, eine Granate auch noch. Was geht jetzt ab eigentlich? Ich komme nicht mal zum Helfen abfüllen, wie man sieht. Aber keine Ahnung, wohin ich hier laufen soll. Verdammt, ich werde nur beschossen von allen Richtungen. Ständig unter Beschuss. Ich möchte ja in den Bunkeranlage, ich möchte ja hinein, ich möchte mich ja etwas zurückziehen. Aber nein, sie lassen mich nicht, sie lassen mich einfach nicht. Einfach mal Bajonettangriff, weg hier, verdammt, das gibt's nicht normal. Wo ist hier der nächste Eingang? Ich weiß es leider nicht. Versuch mal über hinten rum vielleicht einen Eingang zu finden. Gibt es hier einen Eingang? Oh ja, hier gibt es einen Eingang. Habe ich ein Glück? Nein, habe ich natürlich nicht. Der Eingang war eine Sackgasse. So, wo gehen wir rein? Da gehen wir rein. Jawohl, da haben wir aber jetzt Glück, nehme ich an. Jo. Schnell mal weg mit dem Typen hier, bevor er uns... Oh, beschießt. Wow, 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 da kommt noch einer. Munition ist schon ziemlich am Ende. Wow, 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 wow. Wow, 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 das war ein One-Shot-Hit, hä? Nächster One-Shot-Hit. Ah, die ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Ich werde die jetzt aber jetzt auch mal austauschen. Hey, hier liegt... Ist es diese Pistole? Ja, das ist diese bekannte Pistole, nehme ich an, oder? Ja, und wie sie das ist. Ah ja, ist aber Einzelschuss. Kann auch nicht umgestellt werden. Gut, dann wieder zurück zu dem MG. Die überhitzt aber ziemlich schnell, oder? Nimmt nochmal eine Granate, ich schau mal hier in die Kiste rein. Wow, da kommt schon einer. Der nächste. Zum Glück fallen sie ziemlich leicht. Außer natürlich die schwer gepanzerten, aber dafür haben wir unsere Panzerabwehrgranaten. Ah, hier müssen wir direkt hin. Sehr geil, wir sind genau an dem Punkt, wo wir eigentlich hin müssen. Jo, und jetzt, okay, ich werde hier
anscheinend gesehen von jemandem. Neues Einsatzziel. Neues Einsatzziel von, was Horn von Österreich räumen. Alles klar. Wo sind hier schon wieder die Leute, die mich beschießen? Ah, ich glaube hier oben ist einer. Wechseln wir einfach mal auf diese One-Shot-Waffe. Wo? Wo? Nein, das gibt es hier nicht, verdammt nochmal! Was soll ich gegen diesen Typen hier machen? Ich habe keine richtigen Waffen. Ich bekomme eine Granate auf den Kopf geworfen. Ich soll hier durchlaufen. Alleine, wo sind meine Verbündeten, die ich zuvor freigeschalten, Schwachsinn, die ich zuvor herausgeholt habe? Keine Ahnung. Echt komisch. Wow, ich tauche hier auf und werde instant schwer beschossen. Mit einem MG auch noch. Was geht eigentlich ab mit euch? Was geht eigentlich ab? Von wo? Ah, von da. Okay, das war mal klar. Das lasse ich mir einreden. Wenn sie direkt neben mir sitzen, lasse ich mir das einreden. Wow. Nein, wie viele kommen hier? Das stehen zwei Typen, zwei schwer gepanzerte Elite-Soldaten mit ihren MG0815. Oh mein Gott, was soll ich hier tun? Das gibt's ja nicht normal. Das gibt's ja echt nicht normal. Ja, Leute, einmal probier's noch. Einmal probier's noch. Wenn ich es wieder nicht schaffe, dann werde ich es so lange probieren, bis ich das Ganze hinter mir habe, um euch vielleicht diese Devs hier zu ersparen. Jetzt ist es aber echt schon mühsam. Aber jetzt ist es wirklich schon mühsam, oder? Das sind Instant Spawn Kills, oder? Was zum Teufel geht jetzt eigentlich ab? Ich tauche auf und bin instant death. Oh mein Gott. Das ist echt nicht mehr normal. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Ich schmeiße jetzt einfach mal hier die Granaten rüber. Ah, jetzt kommen endlich meine Verbündeten hier nach. Von draußen und helfen mir ein wenig. Jo. Nein. Was ist mit diesem Typen hier oben? Was ist mit ihm? Geht er nochmal hervor? Zieht er nochmal aus seiner Ecke raus? Oder versteckt er sich jetzt ewig da hinten? Ja, jetzt haben wir ihn. So. Gehen wir das Ganze mal ein wenig praktisch an. Unsere Verbündeten werden auch schon wieder beschossen. Ich habe jetzt genau noch 7 Schuss in dieser Waffe. In der anderen Waffe habe ich genau noch nichts. Deswegen vielleicht mal. Oh ja. Ich hole mal schnell eine Waffe. Jawohl, eine M1909 Bennett Mercy. Eine der besten Waffen, die man so als Versorgungssoldat im Multiplayer-Modus ausrüsten kann. Was hat er mit sich getragen? Keine Ahnung. Ah, Munition. Alles klar. Nach einer Weile ertrug ich den Anblick der Leichen nicht mehr. Er musste es zur Festung geschafft haben. Was ist das hier? Noch ein MG. Ja, ich bleibe aber lieber mal bei dem hier. Ah, Matteo ist anscheinend hier unten. Ich denke jeden
dieses Feld. Ich hatte die Suche fast aufgegeben und hoffte, Matteo wäre vielleicht doch noch entkommen. Doch dann... Nein! Nein! Hörst du mich? Hörst du mich? Er dürfte nicht altern. Und ich bin noch da. Wer entscheidet sowas? Matteo. Ein weiterer junger Soldat ist gestorben. Der Erste Weltkrieg war schon sehr heftig. Und das war's wieder. Avanti Savoia. Das war sein Name. Wir haben es zu Ende gespielt. Ich sage danke fürs Einschalten, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Servus.